Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité, citoyens, les spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind wieder zurück mit der Europakampagne Napoleons. Und ich möchte ganz, direkt mal an der Stelle einwenden, ja, ich habe sträflichst vernachlässigt, weitere Parts zu bringen. Das hatte mit meinen väterlichen Pflichten gegenüber meinem Sohnemann zu tun. Und ich hatte einfach überhaupt keine Zeit, dann auch noch mit Arbeit und drum und dran bin ich einfach überhaupt nicht dazu gekommen, mich großartig noch um weitere Aufnahmen zu bemühen. Insofern bitte ich um Verständnis und kann euch auch halt nur sagen, das ist mir natürlich unangenehm und sobald ihr eine Anfrage stellt. Also ihr könnt euch sicher sein, ich habe das schon auf dem Schirm, dass da keine Parts kommen. Ich finde es super nett, dass ihr fragt. Ihr wisst jetzt eigentlich einfach Bescheid, dass ich auf jeden Fall Parts bringen möchte, dass das halt leider nicht immer so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oder wie ihr euch das vorstellt, dann halt in dem Falle, ne? Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, wieder regelmäßiger Teile rauszuhauen. So, wir sind also gerade hier wieder dabei, unsere Häfen zu garnisonieren. Das war auch ein Anliegen eines meiner Zuschauer. Der hat gesagt, safety first, wie die Franzosen sagen würden. weil ja immer doch wieder die Gefahr besteht, dass hier einer der Häfen zerstört wird. Und wenn man die repariert, kostet das einen Haufen Geld. Das ist dann nicht so schön. Wir haben hier fast nur Miliz drin. Ne? Ist eigentlich eine Schande, mit so einer Armee hier rumzulaufen. Wir müssen da auf jeden Fall noch was für tun. Ja, also da sollte man eigentlich schon eine ordentliche Armee reinpacken. Wir sollten auch bei Zeiten halt mal die Infrastruktur aufwerten. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Wir schauen mal, was wir mit dieser Miliz noch machen. Im letzten Part habe ich ganz lange Zeit darauf verwendet, zu versuchen, Portugal zu einem Bündnis zu bewegen. Das hat nicht funktioniert. Da hatte auch einer meiner Zuschauer eingewendet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich den Gibraltar nicht aufschwätzen kann, dass die Gibraltar nicht wollen. Ihr seht also, auch wenn ich jetzt mal eine Woche nicht aufgenommen habe, ich lese trotzdem eure Kommentare und versuche darauf einzugehen. Also, da übrigens nochmal vielen Dank für den Tipp. Ich glaube schon, dass Portugal Gibraltar will. Dass wir aber momentan, so wenn wir uns jetzt nochmal die Stimmung angucken, wir sind hier bei minus 69, das ist schon richtig viel, dass wir hier ein bisschen abwarten müssen, bis die territoriale Expansion runtergetickt ist. Vielleicht auf 55 oder so und ich glaube, dann wird es besser, also weil ja hier auch unsere historischen Streitigkeiten auch konstant abnehmen. Vielleicht packen wir irgendwann zwischendrin nochmal eine ordentliche Geldspende drauf. Das können wir uns definitiv leisten, da müssen wir mal gucken. Wir bleiben aber auf jeden Fall dabei, dass wir eigentlich hier unsere Truppen abziehen wollen. Also ich sehe es nicht ein, hier in Gibraltar zusätzliche Truppen aufzustellen. Lass mich ganz kurz mal gucken. Wir würden auch noch 44 Kröten machen, insofern lassen wir das. Ich will Gibraltar ganz gerne loswerden, weil das für mich eine nicht wirklich gut zu kontrollierende Provinz ist. Portugal wird sie nehmen, also die nehmen Gibraltar auf jeden Fall, wenn ich das zu einem Bündnis dazu packe, nur halt jetzt nehmen sie es noch nicht. Ich muss außerdem, ich habe noch so eine dumpfe Vermutung, dass die KI bei so einer Provinz wartet, bis ich ein bisschen weiter weg bin. Also, naja, aber wie gesagt, das werden wir noch sehen. Und dann schenken wir den Gibraltar für ein Bündnis. Packen alle Technologien drauf und werden außerdem noch eine schöne Stange Geld oben drauf packen. Aber wenn wir das Bündnis mit Portugal haben, dann haben wir fast alle Nationen, mit denen wir ein Bündnis so oder mit denen wir gute Beziehungen machen können, haben wir dann eigentlich bei uns hier so an der Hand. Und ihr seht ja auch, wir haben halt noch das Bündnis mit Preußen. Das wird irgendwann noch brechen, das ist klar, das ist aber okay. Und wir haben so auf jeden Fall ein ganz weites Bündnisnetz gestrickt, mit dem wir verhindern können, dass uns irgendeine Nation momentan einfach so den Krieg vorbehaltlos erklärt. Also das wird auf jeden Fall andere Nationen davon abhalten. Und ganz wichtig für uns ist einfach auch, dass wir die Portugiesen und die Spanier davon abhalten, uns den Krieg zu erklären. Okay. Jetzt sag mir doch nochmal gerade, ich habe ja hier drüben noch eine Armee stehen, ne? Ja gut, du bist ja in dem Wäldchen, das ist ganz okay. Muss mal gleich gucken,
Dummerweise kann man sich hier nicht mehr die Pfeile anzeigen lassen. Muss gleich nochmal in die Listenübersicht. Ist so lange her, dass ich gespielt habe. Ich weiß noch nicht, ob ich hier halt Truppen von der Miliz auflösen soll. Es wäre mir eigentlich fast ganz recht, wenn ich die erstmal noch ein bisschen behalte. Einfach nur wegen der Drohkulisse. Ich meine, so viel kosten die auch nicht, ne? 98 ist zu vernachlässigen. Das sind nicht viele Kosten. Wir haben auch überall Garnisonstruppen drin. In Paris selbst brauchen wir sie eigentlich nicht. Hauptstadt, öffentliche Ordnung 8-7 ist einfach phänomenal gut. Forderung nach Reform. Ah ja, okay, gut. Ah ja, das ist okay. Ich würde eher sagen. Ja, wir müssen auf Sachsen ein bisschen aufpassen. Weil unsere Armee, mit der wir die Sachsen überfallen könnten, ist noch recht weit weg. Ich glaube nicht, dass Sachsen uns sofort den Krieg erklären wird. Caen ist als. Ich überlege gerade, ist Caen gefährdet? Es wird auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen dauern. Also ich würde mal sagen, so 5 Turns mindestens, bis die Briten nochmal kommen, ne? Ich schau mal gerade. Also wir brauchen 1, 2, 3. Ja, wir laufen jetzt auf jeden Fall erstmal hoch Richtung Kassel. Und dann gucken wir da mal weiter. So lange warten wir jetzt auf jeden Fall. Ja, Provinzwohlstand ist eigentlich schon ganz okay. Wenn wir den noch ein bisschen erhöhen hier in Paris, machen wir das noch vielleicht. Das bisschen Geld, das können wir da noch gut ausgeben. Wie gesagt, Portugal kriegen wir noch nicht. Öffentliche Ordnung mit 0 ist okay. Also es wird auch abnehmen, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen uns später auf jeden Fall nochmal ausführliche Gedanken um die öffentliche Ordnung machen. Es hieß auch, man könnte ja überlegen, hier nach Möglichkeit nochmal eine Festung zu errichten. Das wird ein teurer Spaß. Also man könnte halt hier so einen Küstenschutzwall, ne? Brüssel, Caen und Rennes, da könnte man so einen Garnisonsgürtel bauen. Da müssten wir mal schauen. Bin ich mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, wie man das da anstellen will, ob wir es genauso machen. Naja, mal gucken. Wir sind ja gerade dabei, so ein großes Innovationsprojekt durchzuführen. Also wir finanzieren hier so, jetzt muss ich mal gerade gucken. In Pest haben wir ein paar Truppen stehen. Was ist das da jetzt? Das ist eine Miliz auch. Die würde ich ganz gerne noch loswerden. Die würde ich ganz gerne noch angreifen. Kriegen die Unterstützung von Wien? Nee, ne? Bekommen sie nicht. Das wäre auf jeden Fall noch ganz gut. Okay. So, ich schaue nochmal gerade hier durch, wie das aussieht. Okay, ja. Nee, ist okay. Ich denke mal, wir versuchen Russland in erster Linie abzuwehren. Also ich glaube, offensiv gegen Russland selbst vorgehen ist momentan keine kluge Idee, weil wir da Truppen langfristig an einer für uns extrem ungünstigen Position binden. So, wir haben hier noch zwei Infanterieregimenter stehen. Jetzt müssten wir mal gleich gucken, was unsere Generalität so sagt. Michel Ney könnte die auf jeden Fall gebrauchen. Der hat auch Milizregimenter dabei. Haben wir aber noch Zeit, bis der kommt, dauert das noch. Ja, wir werden hier mal die Goldmine besetzen.
Und ich glaube auch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Österreicher dadurch hier wesentlich weniger Geld einnehmen werden. Und vielleicht verstecken wir uns hier noch im Wald, dass wir herannahende Truppen abfangen können, die sich hier auf der Straße nähern. Dann könnten wir die Österreicher dann nachhaltig schädigen. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Variante. Und dadurch, wenn wir da zwei Linien drin stehen haben, hindern wir sie auf jeden Fall auch daran, dass sie da was machen. Mit einer Linieninfanterie können sie auf jeden Fall nicht so einfach dagegen vorgehen. Das hier ist also okay. Provinzen. So, da mal gerade nochmal reingucken. Gibraltar ist wirklich egal. Elsaß-Lothringen bekommt unter Umständen noch eine Infanterieeinheit. Unsere Agenten. Da sollten wir nochmal gucken. Infiltriere doch mal bitte. Ja, gut, wir haben hier schon die Armee infiltriert. Deswegen sehen wir die auch. Ach, stimmt. Was wollte ich denn mit dem machen? Minus 1 auf Forschung, plus 2 auf Vertrieb. Oh. Ach, okay. Moment. Für Forschung. Moment. Punkte pro Runde minus 1. Also, du willst ein. Was? Moment mal. Ich kann hier keine Forschung stehlen. Ja, dann lass ihn doch mal da drin. Dann forschen die Österreicher jetzt weniger. Ich weiß nicht. Okay. Gut, ich glaube, dann habe ich jetzt alles. Es tut mir leid, dass es jetzt schon wieder so lange gedauert hat. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir. Aha. Ach, guck mal da, der kann ja dann doch recht weit laufen mit den Burschen da, ne? Da müssen wir mal aufpassen. Ja, Portugal hat da auch zu viele Truppen, als dass die für uns jetzt ein lukratives Ziel darstellen würden. Das kann aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Da würden wir in den Krieg mit Spanien kommen, das wäre eine ungute Sache. In Spanien will ich auch keine Truppen verschwenden. Das ist alles nicht gut. Also das taugt eigentlich nicht wirklich was. Genau, wir segeln nach wie vor hier hoch. Ich finde die Armee hier auch eigentlich wichtiger, um gegen die Engländer zu kämpfen. Ja, du bleibst einfach da bei der vorgeschlagenen Route. Wir haben hier die Armee, müssen wir jetzt langsam mal da rausbewegen, weil die sonst zu hohen Verschleiß bekommen. Deswegen schlage ich vor, du greifst mal hier an. Ach, guck mal, da, er zieht sich jetzt auf unser Terrain zurück. Ja, ich speichere das mal gerade. Denn ich habe gleich noch was vor. Und das ist ganz gut, wenn ich hier noch so einen Quicksave habe. Das machen wir automatisch. Grandios Saison gespielt, auf jeden Fall. Ja, dann bleib hier stehen. Ne, wir bleiben da in der Goldmine. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, und jetzt zeig mir, das wollte ich nämlich jetzt gerade mal machen. Mit den zwei Burschen hier. Greif doch mal bitte da gerade an. Aha, okay, gut, das machen wir dann selbst. Auch wenn wir hier jetzt ein bisschen was verlieren, ja gut, dann haben wir da Pech gehabt. Aber ich glaube, das könnten wir eigentlich schaffen. Ja, wobei die russischen Truppen kriegen bestimmt einen Bonus, wenn die im
Ja, wenn die im Schnee kämpfen. Das könnte ich mir hier noch vorstellen. Wir haben 1805, wir sind super schnell unterwegs. Also zeitlich haben wir hier keine Probleme. So, der wartet da im Wald. Wir müssen. Wir müssen eigentlich versuchen, ihn hier in die Zange zu nehmen, dass wir ihm auch in den Rücken schießen können. Ich glaube, das ist eigentlich das Erfolgsversprechendste. Ich muss jetzt auch mal gerade ein bisschen Gas geben. Achso, komm, hier machen wir ein bisschen schneller. Schießt der oder furzen die oder warum dampft das hier so? Scheinen Blähungen zu sein. Naja, gut. Obwohl meine Jungs, die blähen auch, ne? Es sind die Staub- und Partikeleffekte. Gut. Das wird die KI jetzt wahrscheinlich nicht mögen. Ach, ich, ne, ich übertreib's hier auch eigentlich ein bisschen bei dieser Schlacht. Komm schneller. Gut, okay. Ich glaube jetzt, wenn wir ihn da noch in die Seite schießen, da kriegen wir die Moral runter. Kreuzfeuer ist nie gut. Auch der hält aber noch ganz gut durch, ne? Komm, dreh dich mal ein bisschen bei. Dann können wir eine breitere Salve abfeuern. Na komm, ich krieg dich doch noch. Boah, ey, diese Ratte, ey, das kann ja auch nicht sein, ne? Schafft's halt. So, bleib stehen, du kannst aber schießen. Ein glorreicher Ach Sieg, Mist. Sir, gehört bald Ach, Ihnen. meine Leute, die treffen halt auch nur Gemüse, ne? Da haut diese Mistratte tatsächlich ab. Aber ich hätte es nicht automatisch machen können, das hätte ich verloren. Jetzt bin ich gespannt, wohin er abhaut. Wahrscheinlich nach Wien. Okay, also er steht jetzt auf der anderen Seite. Da laufen wir hier wieder zurück. So, und dann versuchen wir es hier direkt nochmal. Ach, verdammte Axt. Und da kommen sie dann jetzt raus. Okay, gut, dann zieh dich zurück. Ist okay. Ach, das ist doch blöd, ey. Das ist doch total blöd. Ich weiß auch immer noch nicht, was ich mit Belgrad machen soll. Das wird halt von
diesen Rebellen gehalten, aber das wollen ja eigentlich die Osmanen gerne haben, glaube ich. Ich würde auch sagen, da machen wir jetzt mal, an Belgrad gehen wir jetzt mal gerade nicht ran. Das wollen die Osmanen gerne haben. Und hier könnten wir wirklich versuchen zu überwintern. Ja, also da machen wir nicht viel. Klar, wir könnten jetzt hier angreifen, aber das ist sehr uninteressant für uns. Also ich will Napoleon nicht so weit weg haben, das ist ganz wichtig. Ich will eigentlich schon die Möglichkeit haben, vor Moskau zu stehen, bevor ich Wien einnehme. Ja, das halte ich hier für die bessere Variante. Wir gucken nochmal gerade. Also wie gesagt, wir können vergessen, ihm hier diese Provinz zu verkaufen. So, das heißt, also wir haben die Österreicher da oben aufgerieben. Wir bleiben hier unten in der Provinz drin. Wir können mal gerade gucken, was uns so ein Staatsgeschenk an Portugal kosten würde. 10.000, okay, das ist ein bisschen zu teuer. Das langt aber noch, wenn wir das nächste oder übernächste Runde machen. Das wird halt die Beziehungen verbessern. Das ist auf jeden Fall gut. Okay, du bringst nur Vorteile. Dann machen. Nee, warte mal kurz. Wir müssen das ein bisschen sparsamer versuchen einzusetzen. Denn das Problem ist ja einfach, dass wir genau. Wir kriegen halt mehr Unzufriedenheit, wenn wir die Dinger hier ausbauen. Das will ich gerade hier nicht. Wir müssen echt gucken, welche Gebäude wir hier errichten. Ja, Weinkeller sind halt immer super. Die bringen halt immer Zufriedenheit, ne? Ich glaube, den Nachschubposten, da könnten wir hier was anderes bauen. Lass mich mal kurz überlegen, brauchen wir hier? Ja doch, wir bauen hier was anderes. Wir machen mal den Nachschubposten, den machen wir mal hier platt. Die Goldminen sind halt interessant. Der lohnt sich hier aber noch nicht so ganz. Der Weinkeller. Städtewohlstand ist immer gut, aber ist jetzt nicht so meine. Meine oberste Priorität. Wir klicken uns hier nochmal durch. Reduziert die Zufriedenheit in Rennen, das ist aber okay. In Lemberg können wir das Ding bauen, das ist nicht so teuer. Ich muss das alles nochmal vergleichen, das ist immer so ein Ding. Ja, hier definitiv nicht. Ich will nicht zu viel Unzufriedenheit. Wow, dieser Büchsenmacher ist ganz fürchterlich, ne? Also wir gucken mal gerade. Ja, die Weingärten sind super. Einen Markt in Zagreb auf jeden Fall. Ja komm, die können wir eigentlich immer bauen. Die Dinger sind super. Der Herrenclub ist eigentlich auch gebucht, ne? Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich hier fertig bin. Okay. So, dann zeig mir doch nochmal gerade. Wo war denn meine Armee nochmal? Wir werden mal gerade hingehen. Ich löse mal ein paar von denen auf. Das sind halt auch nur Milizen, ne? So, damit wir nächste Runde ein bisschen mehr Einnahmen generieren können. Damit wir so ungefähr auf die 10.000 Kröten kommen. Da kommen die Österreicher wieder. Ah, die wollen da in die Wälder rein, okay. Da müssen wir sie leider angreifen. Wir werden also nochmal Verschleiß fressen. Das gefällt mir nicht so gut. Aha, okay, gut. Die russischen Truppen ziehen sich da zurück. Und laufen gerade Richtung Siebenbürgen. Da müssen wir auf jeden Fall auch eingreifen. Was machen die Dänen denn jetzt? Das gefällt mir noch nicht so ganz. Die Dänen müssen wir uns mal genauer angucken. Boah, Spanien, so viele Truppen. Was haben wir hier? Lewis und Clark erreichen den Pazifik.
mehr in Sicht. Oh, welche Freude, schrieb William Clark in sein Tagebuch. Mehr als 2 Jahre, nachdem sie Pittsburgh verlassen hatten, erreichte Clark seinen Partner Meriwether Lewis und die 31 Entdeckungsreisenden des Corps of Discovery den Pazifischen Ozean, nachdem sie Amerika zu Fuß durchquert hatten. Nachdem er von Präsident Jefferson die Erlaubnis zur Durchführung der Expedition erhalten hatte, erwarb Clark zur Versorgung der Expeditionsteilnehmer eine große Menge an Schweinefleisch, Salz und Medikamenten. Während seiner Reise traf der Trupp auf viele Indianerstämme und unterhielt zu diesen im Allgemeinen freundliche Beziehungen. In den Great Plains traf die Expedition allerdings auf den Stamm der Sioux. Die Sioux erwiesen sich als immer weniger friedfertig, je weiter sie nach Westen vorstießen, und verlangten Tributzahlungen. Mehr als nur einmal mussten Lewis und Clark potenziell gewalttätige Begegnungen aus dem Weg gehen, indem sie weiter flussaufwärts segelten. Nach der Errichtung von Fort Mandan zu Beginn des Jahres 1805 stießen die Entdecker auf eine eingeborene Anführerin, die mit einem franko-kanadischen Pelzhändler verheiratet war. Sie hieß Sacagawea und diente ihnen für den Rest der Reise als Übersetzerin. Ihre Anwesenheit und die ihres kleinen Sohnes beschwichtigten die Indianer die sie im weiteren Verlauf der Reise trafen. Die Expedition erreichte den Pazifik im Dezember und schlug an ihrem Ankunftsort ihr Winterlager auf. Warte mal, in Eugene, Oregon, oder wo sind die angekommen? Ich weiß nicht mehr genau, ne? Um dort Vorräte für die Rückreise zu sammeln. Bisher gab es nur ein Opfer zu beklagen, das an einer Blinddarmentzündung verstarb. Die Expedition schien unter einem guten Stern zu stehen. Das ist mal interessant. Ich muss mal gucken. Muss ich mir gerade mal notieren, dass ich dazu mal was bei Zeiten sage. Clark und Meriwether, Reise zum Pazifik und die Sioux. Okay, das muss ich mir mal angucken. Das ist natürlich aber ganz klar, dass so eine Reise durch so ein riesiges Territorium, ne, also wir müssen uns ja vorstellen, also das ist ja einmal quer durch die Vereinigten Staaten, das ist ja eine riesige Distanz, man muss ja auch sich vorstellen, dass die Vereinigten Staaten zu dieser Zeit unglaublich dünn besiedelt waren und natürlich, ich meine, große Teile der USA sind ja heute auch immer noch dünn besiedelt, dann hat man natürlich nicht nur, also zu dieser Zeit hatte man natürlich besonders mit der Wildnis in Anführungszeichen zu kämpfen, aber ja, ich glaube schon, dass man damals durchaus die Ureinwohner Amerikas, dass man die durchaus als Bedrohung aufgefasst hat. Aber natürlich muss man schon sagen, also man befand sich ja auf fremdem Land. Also es war ja nicht das Land der Amerikaner, auch wenn das natürlich dann gerne so umgedeutet wurde. Und warum erwische ich jetzt die Österreicher nicht? Bleib mal da unten stehen. Also ich glaube, wir kommen ihm noch näher. Mach das Ding mal einmal platt. Ich bin tatsächlich an ihm vorbeigelaufen, okay. Krass. I did not realize. So, dann kommen wir da wieder raus. Wir bleiben da drin und blockieren nach wie vor die Goldmine. Das macht den Österreichern nicht viel aus. Okay, also wenn wir angreifen, müssten wir eigentlich hier in der Überzahl angreifen, ne? Gut, so haben wir ihn dann auch erwischt. Das ist eigentlich gut. Okay. Ja, die Drillschule brauchen wir irgendwann auch noch, ne? Ist die Frage, ob wir sie hier brauchen. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. In jedem Falle würde ich ganz gerne 10.000 Kröten sparen, um sie den Portugiesen in den Rachen zu werfen. Da werdet ihr jetzt sagen, das ist doch total geisteskrank. Ist es ja natürlich auch, aber ich habe euch ja von meinen diplomatischen Plänen erzählt und ihr wisst ja auch in etwa, was ich hier vorhabe. Ne? Also das ist schon gerechtfertigt, denen hier viel Geld zu geben. Wie weit kommst du denn?
Er kommt definitiv ja noch nicht bis nach Klausenburg ran. Ich käme theoretisch mit Napoleon nach Kamenez-Podolski in Galizien-Volinien. Podolien, okay. Ist aber nicht mein Ding, weil ich dann wieder den Malus auf territoriale Expansion gegenüber den Portugiesen bekomme. Hab ich überhaupt nicht im Sinne. Wie sieht es aus mit der Forschung? 1, 4, 1, 3. Okay, wir kriegen gleich noch ein bisschen mehr Forschung. Die können wir den Portugiesen ebenfalls in den Rachen werfen. Auch das eigentlich eine gute Entwicklung für uns. Dann komm noch mal bitte weiter hier hoch. So. Ja, der bleibt da stehen. Der macht nichts mit der Armee. Okay. Duellier mal jemanden. Hat's nicht geschafft. Schade. Kannst nächste Runde wieder dahin gehen. Wir hatten aber noch einen Agenten hier drin, ne? Du kannst mal ganz kurz hier einmal oben gucken. Da ist keine Armee drin, okay. Ja, da muss man, ja, aber gegen Russland muss man da aufpassen. Ach, guck mal da, ich habe ja noch hier diese große Armee von Murach. Genau, mach das Ding mal platt. Ja, lauf mal hier weiter. Ich glaube, also eine Fullstack reicht hier in der Nähe, um die Österreicher in Schach zu halten. So, dann haben wir, nee, der kommt ja dann noch an mit Massena. Der sieht irgendwie viel älter aus als 47, aber das ist okay. So, und dann haben wir Bernadotte, der sorgt da oben dann für Ruhe. Gut, alles klar. Ich werde an der Stelle jetzt einen Cut machen, Leute. Also ja, ich habe ja in etwa dargelegt, was ich hier vorhabe. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und dann à la prochaine fois. Tschüss.